Jo Leute, was geht und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Und ja, heute kommt das zweite Video. Und zwar geht es heute mal um mein Bike, was jetzt alles verändert wurde bis zum heutigen Zeitpunkt. Mit der ganzen Reparatur, was für Reifen ich oben habe. Ich hoffe, weil da haben sich ein paar Leute interessiert. Und ich sag dann auch nochmal, was vielleicht in zukünftigen Videos vorkommen könnte. Und dann könnt ihr mal zum Beispiel sagen, ob das geil ist oder nicht. Weil ich habe noch ein, zwei Sachen zu Hause und war irgendwie nicht motiviert, die einzubauen. Aber jetzt da will ich das eigentlich wieder angehen, dass sie dann schick ist. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal von vorne an, arbeiten uns dann nach hinten. Ich hatte ja ursprünglich mal von Independent Racing eine Folie oben. Die ist aber dann beim Sturz kaputt gegangen und da musste ich mich entscheiden natürlich für was anderes. Aber zu der Folie komme ich dann später. Auf jeden Fall früher war es halt sehr viel gelb, was ich ehrlich gesagt aber auch so in den Nachhinein jetzt voll vermisse. Aber da wird auf jeden Fall noch was kommen. So, fangen wir mal vorne an. Hier habe ich jetzt Alu-Handguards drauf von KTM selber. Habe ich dort im KTM-Shop gekauft. Kosten ca. 100 Euro. Ja, knapp 100 Euro. Originale KTM Duke-Spiegel sind ganz nice. Dazu habe ich ja mal ein Video gemacht, wieso ich nicht mehr die Shinyo oben hatte. Warum ich die Shinyo nicht mehr hochgemacht habe. Die Blinker sind ja ganz normal, standardmäßig. Ich finde die aber echt schick. Also ich weiß gar nicht, wer da andere dran macht. Finde ich, es stört gar nicht. Und sonst habe ich vorne eigentlich nicht sehr viel gemacht. Bei dem Dekor waren noch Gabelprotektorenfolien auch oben. Die sahen aber scheiße aus und waren viel zu groß. Ein bisschen scheiße gewesen. Da war das Dekor ist allgemein nicht passend gewesen, aber dazu komme ich dann noch. Dann habe ich noch vorne einen Sport Attack 2 oben, den Reifen. Ist echt gut, muss ich sagen. Bockt sich auf jeden Fall und er soll hoffentlich mal ein bisschen länger halten wie der Conti Attack SM, genau. Dann habe ich mir jetzt eine neue Felge oben, kam ja auch schon ein Video und da sind jetzt keine Spoke Styles mehr oben. Ich habe irgendwo, sieht man es, hier unten habe ich eine, ich hoffe man sieht es, da habe ich eine Spoke schon mal verbaut und die Spokes habe ich absolut günstig geschossen. Da gibt es ja, ihr kennt ja sicher Wish und AliExpress und da habe ich mir mal solche Spoke Styles bestellt. Ich glaube, da haben die Spokes 2 Euro gekostet für einen kompletten, für eine Felge für die Spokes. Ja, semi-geil. Es tut, was es soll, aber es ist nicht groß genug. Dazu kommt aber vielleicht auch noch mal ein Video, vielleicht wenn es euch interessiert. Die schließen nicht bündig ab, aber ja, genug geredet zu dem. Da kommt vielleicht auch noch mal ein Video dazu. Dann habe ich hier ja den Motorschutz unverändert, den habe ich einfach so gelassen. Hier ist jetzt dann das Dekor, der Anfang, und fließt dann in, in die Dreiecke über. Da wird auf jeden Fall noch mit mehr Blau dann gearbeitet. Das ist mir noch ein bisschen zu langweilig da hinten. Habe ich von Scrubs Designs. Folie ist eigentlich echt gut gewesen. Nur leider haben die Sachen nicht so ganz perfekt gepasst. Hier zum Beispiel ist es zu wenig. Ich muss es hier schon ein bisschen angleichen. Ja, es ist einfach nicht perfekt geworden. Und das lag nicht an mir, sondern an der Folie, weil die Folie einfach nicht tipptopp perfekt zugeschnitten war, wie bei Independent Racing. Da weiß ich nicht, ob ich es ganz empfehlen kann. Ist leider einfach ein bisschen, ja, nicht optimal einfach. Dann haben wir hinten ja natürlich den kurzen Kennzeichenhalter. Der war schon beim Kauf dabei. Der war ziemlich verbogen. Den hat mir der KTM-Händler wieder zurechtgebogen. War echt cool. Das hat er mir sogar so noch gemacht. Hintere Felge ist noch mit den originalen Spokes verbaut. Und ich habe den Road Attack 3 jetzt oben. Ich finde den persönlich richtig gut. Er hat auch hier extrem viel Profil noch. Weil ich bin ja eigentlich schon sehr viel im Rohrach auch unterwegs. Das ist einfach unsere Hausstrecke. Da fahren wir einfach das sehr viel mit Kurven basiert und so weiter. Und da kommt der Reifen dann hier schon, der wird hier schon gut abgenutzt. Man sieht es jetzt schon in der Form drinnen, dass der Reifen so leicht in die Eierform reingeht. Also der wird richtig so spitzig. Und ich habe einen Kumpel, den guten
Markus, der hat den Reifen auch oben. Ich glaube, jetzt nicht mehr. Aber bei dem war der Reifen brutalst. Der war nicht mehr so wie bei mir, so leicht. Sondern der hatte wirklich hier extrem wenig Profil. Hier hatte er dann mega viel Profil noch und hier wieder weniger. Das sah echt krank aus. Ich habe leider kein Foto zum Einblenden. Aber unnormal. Der ist dann halt durchgehend eigentlich nur Rohrrach gefahren. Ich war ja manchmal auch so einfach normal rum und mache halt meine Wheelies. Und dafür ist es eigentlich echt geil. Weil durch das Wheelie-Zeug, das hat ja mal voll den Abrieb im mittleren Bereich. Hier in dem Bereich. Und da ist der Reifen. Ich habe den Reifen jetzt auch schon echt lange. Und hier sieht man sogar noch die Schrift. Also da ist der Reifen echt gut. Ich hatte bis jetzt auch noch keine Probleme mit dem Rutschen, dass er mir an den Seiten weggerutscht ist. Klar, wenn ich aus der Kurve raus beschleunige im Vollgas mit voller guten Schräglage drinnen, dann hat der SM auch bei mir nicht so gut gehoben. Also das ist gar kein Vorwurf meinerseits. Also ich sage jetzt auf jeden Fall mal, ich fahre nicht schlecht im Rohr, ich bin aber auch nicht der Beste. Aber ich finde für Hobbyfahrer, die was hier unterwegs sind, Hammergerät, vor allem Laufleistung top. Viel zu viel gelabert jetzt. Der Auspuff. Ich glaube, ich werde dazu noch mal ein extra Video machen mit vielleicht ein paar Kumpels von mir, wenn sie Bock dazu haben. Da werde ich dann darauf eingehen, wie der Remus dann ohne DB-Killer klingt, wie derjenige Herr den dann ausgebaut hat. Weil der hat echt einen guten Heckmeck dazu gemacht. Also der Chris, vielleicht hat er ja Bock oder vielleicht hat irgendjemand anderes, der den DB-Killer auch schon draußen hatte. Der Chris hat das halt auf jeden Fall, von dem weiß ich, dass er das ziemlich professionell gemacht hat. Deswegen bei dem frage ich echt mal nach, ob der vielleicht Bock hat, das zu erklären. Plus Soundcheck-Vergleich. Ich hatte da mal auf Instagram schon mal einen Livestream, aber den haben wahrscheinlich nicht alle mitbekommen. Ja. Und sonst kann ich zu dem Remus eigentlich nur sagen, das ist absolut beste Kauf ever gewesen. Bin so zufrieden, ob er jetzt mehr Leistung macht, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt echt nicht sicher. Aber er finde ich von der Optik sieht er einfach Hammer aus. Dann der Klang ist endgeil. Vor allem wenn die Kiste mal richtig warm ist, so richtig geballert wurde, dann ist der Auspuff so bumslaut ohne Witz. Also ich finde, da braucht man nicht den B-Killer raustun. Hammergeil. Kann ich nur empfehlen. Ich habe dann auch eine Zeit lang überlegt gehabt, ob ich mir den nicht eher doch in Silber gekauft hätte. Aber dann habe ich ihn mal in Silber gesehen und dann war ich doch ganz zufrieden, dass ich mir den doch in Schwarz gekauft habe. Weil mir gefällt er einfach so richtig gut. Sonst kann ich eigentlich nicht mehr so viel sagen. Sonst ist er ziemlich original. Ja gut, also es ist halt noch einiges original, manche Sachen nicht. Sitzbank habe ich jetzt auch mal noch gelassen. Richtig geil, man kriegt die Streifen, die man hat. Hier kriegt man auch easy raus, wenn man einfach Bremsenreiniger nimmt. Hätte ich nicht gedacht, mit Bremsenreiniger kriegst du auch das gelbe Zeug wieder richtig schön raus. Das ist echt cool. Das kann man auf jeden Fall, kann ich euch empfehlen. Der Stoff ist auch nicht irgendwie aufgeätzt worden oder einfach super zum Reinigen gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Und genau, ich kann jetzt ja noch mal ein bisschen drauf eingehen, was jetzt noch in Zukunft kommen wird. Also ich werde auf jeden Fall dann noch, erstmal werden dann die Kupplungsdeckel noch blau eloxiert werden. Die habe ich schon zu Hause liegen seit geschätzt ein halbes Jahr schon fast. Dann wird noch ein Ölthermometer verbaut, weil da haben echt auch schon viele danach gefragt, wie ich das verbauen werde. Und entweder hole ich mir da Hilfe oder drauf los. Ist auch irgendwie witzig. Die Spoke-Style, wenn ihr Bock habt, kann ich euch da mitnehmen und oder halt euch das Fazit dann sagen. Weil die sind echt nicht die besten, aber für 2 Euro, Leute, ohne Scheiß, für das ist es wert. Ich habe bei Wish, ich könnte da nochmal entweder ein extra Video dazu machen. Mit meinen Wish-Bestellungen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht schreibt mir das mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr ja Bock drauf, dass ich darüber ein bisschen laber. Da ist es, ich kann euch positive Sachen sagen, aber auch negative Sachen, aber auch komplette Verarsche. Also, wenn ihr Bock drauf habt, über meine Wish-Bestellungen, dann stimmt man hier oben rechts ab und dann weiß ich Bescheid, ob ich dazu mal ein Video machen soll. Ich hätte auf jeden Fall Bock dazu und ich wurde da echt gut auch verarscht,
aber auch, habe auch geile Schnäppchen gemacht. Naja. Das soll es jetzt eigentlich mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich habe eh nicht schon viel zu lange damit drüber gelabert. Genau, sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Genau, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss!